Freunde, diese Musik, ich schwelge schon wieder in Erinnerungen. Herzlich willkommen zu Let's Play Pinball Dreams auf dem Super Nintendo. Gab es allerdings auch für den Mega Drive, soweit ich weiß, und auf jeden Fall auch für den Amiga. Aber da ich mit der SNES-Version groß geworden bin, habe ich mir gedacht, spielen wir die. 4 Tische zur Auswahl, Ignition, Steel Wheel, Beatbox und Nightmare. Ich würde sagen, wir spielen alle 4 mal durch. Das Spiel kam 1993 raus, von GameTech das Ganze, und ich hab's damals gesuchtet. Da gingen viele Nächte vor dem Super Nintendo drauf, in denen ich hier, ja, mich um den Verstand geflippert habe. Also, der erste Tisch ist Ignition und hat zum Thema, ja, Weltraumfahrt und, ja, Raketen. Und komischerweise hier in der Super Nintendo-Version sind wir eine Frucht in jedem Flipper. Warum auch immer. In der Amiga-Version ist das gar nicht so. Also hier sind wir zum Beispiel jetzt eine Erdbeere. Ich weiß nicht warum. Wer sich das ausgedacht hat, keine Ahnung. Naja. Lassen wir uns mal nicht von stören und starten auf dem ersten Tisch eine beispiellose Rekordpunktejagd. Oder auch nicht. Naja. Gucken wir, ob ich das Ganze noch kann. Ich habe es lange nicht gespielt. Könnte sein, dass ich ein bisschen eingerostet bin, aber normalerweise ist das ja hier so wie das Fahrradfahren. Man verlernt sowas nicht. Hoffen wir mal das Beste. So. Heppa. Naja, gut. Bisher zumindest noch kein Ball verloren. Die großen Punkte lassen noch auf sich warten. Okay. Du kleine Erdbeere, dann zeig mal, was du kannst. Heppa! Nein! Nö! Aufpassen! Ja, ja, ja. Gefällt mir ganz gut bisher. Der Verlauf. Nein, nein. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Das habe ich immer gehasst. Wenn die Kugel so runtergefallen ist, war meistens Schicht im Schacht. Naja. Ja, wir haben den ersten Ball sehr lange gehabt, aber haben relativ wenig Punkte damit erreicht. Schade. Viel gebracht hat's also nichts. Okay. Was nicht ist, kann ja noch werden. Heppa. Okay, 10.000. Quatsch, 100.000 waren das. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hepp. Mäh. Okay, ich finde die Musik in diesem Spiel so toll. Oh, das finde ich jetzt nicht so toll. Wo wir gerade bei, ne, toll finden und nicht toll finden sind. Danke für die Veranschaulichung, liebes Spiel. Letzter Ball, schon wieder. Okay, verdopple, schon mal gut. Nein, scheiße. Entschuldigung. Mensch, bin ich schlecht. 460.000 Punkte! Kann ja wohl nicht sein. Das machen wir nochmal. Wir haben ja Zeit. Das Spiel macht so viel Bock, ich würde sagen. Wenn es in einem Tisch zu schnell gehen sollte, spiele ich nochmal. So. Jawoll. Hep. Denn Ignition war eigentlich bisher immer einer der Tische, wo ich relativ gut war. Jawohl, so zum Beispiel. Am schlechtesten war ich immer beim letzten, bei Nightmare. Und mein Lieblingstisch, der kommt danach, das ist Steel Wheel. Den habe ich immer geliebt. Liebe ich heute noch. So, hoch mit dir. Kugel, mach, was du willst, aber bleib oben. Hoch. Hep. Naja, immerhin bisher. Kommt's nett soweit. Flipper-Simulation habe ich immer gesuchtet ohne Ende, egal auf welcher Konsole und auf welchem System überhaupt. Aber mein absoluter Lieblings-Flipper war True Pinball für die PlayStation 1. Versuche ich demnächst auch nochmal zum Let's Playen, da gab es bisher irgendwie technische Schwierigkeiten. Der Sound war immer nur so halbwegs da, deswegen ich versuche das nochmal hinzukriegen. Das will ich auf jeden Fall auch nochmal Let's Playen. Das war meine absolute Lieblings-Flipper-Simulation. Oh! Ah, ah, bleibst du da? Wirst du wohl da bleiben?
sonst muss ich dir auf die Finger klopfen. Weg vom Abgrund hier. Meine Nerven. Ja, genau. So ist brav. So, ein Buchstaben noch, dann haben wir wieder doppelte Punktzahl oder schon dreifache. Oh. Nein, nicht! Nicht da! Nein! Pfui, aus Sitzplatz! Spell Ignition. Okay. Jawohl! Light! Ein Extraball habe ich! Ich kann die Anzeige unten nur sehr schwer erkennen, weil ich das Ganze im Vollbild spiele. Ich sehe quasi den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Jetzt, komm, komm! Yes! Dreifach Bonus! Leute, ich freue mich, dass das so gut klappt im Moment. Ich habe schon befürchtet, jetzt kommt es wieder zum Vorführeffekt, so heißt das richtig. Und es gelingt mir so gar nichts, während ich aufnehme, aber bisher geht es doch. Oh, Mano. Mir fällt auch gerade auf, das ist das erste Mal, dass ich eine Flipper-Simulation Let's Play. Gar nicht, kaum zu fassen. Bonusheld, extra Punktzahl. Das Ganze noch einmal. Bonus nonstop. Hey. Okay, zweiter Ball. Nein, schade. Bleibst du da? Ja. Wir können natürlich mit den Punch-Tasten auch ein bisschen am Tisch wackeln, wie das im Original auch geht. Sollten es allerdings nicht übertreiben, sonst geht das Teil auf Tilt und wir verlieren den Ball. Also auch das hier hat man realistisch eingebaut. Launch. Ah, ist das schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Seit Kindheit wünsche ich mir eigentlich mal einen echten Flippertisch bei mir zu Hause stehen zu haben. Aber die Dinger sind nach wie vor schweineteuer, selbst gebraucht. Was da für Preise verlangt werden, verdammt! Eines Tages wird das passieren. Und dann mache ich ein Let's Play Real Flipper. So. Ist der letzte Ball, glaube ich, oder? Ne, wir hatten einen extra Ball, glaube ich, gehabt. Das richtig gesehen habt. Also müssten wir danach noch einen bekommen. Vielen Dank. Blöder Mikrofon. Geht's euch auch immer so, wenn ihr einen Extraball bekommt bei diesen Flipper-Spielen, der hält nie lange. Da freut man sich, toll, ich habe einen Extraball, da ist der meistens nach 10, 15 Sekunden weg. Das ist ein Phänomen von diesen Spielen. Ich weiß nicht warum. Okay, wir gehen mal raus und schauen mal auf den zweiten Tisch. Mein Lieblingsflipper, Steel Wheel. Ja, hier geht's um den Wilden Westen und ja, um die Anfänge der Eisenbahn. Und das Teil hat eine richtig geile Mucke. So, und wir spielen hier eine Orange mit einem Colt. Toll. Ja, Nein, in die Mitte bitte. Ja. In die Mitte bitte. Das ist so poetisch. Wahnsinn. Toll. Ich muss sagen, dieses Iha, das habe ich mir damals angewöhnt und bin's bis heute nicht losgeworden. Irgendwie, wenn mich irgendwas freut, wenn ich was toll finde, mache ich heute noch Iha. Das habe ich von diesem Spiel. Ist unglaublich. Bis heute nicht losgeworden. Das ist echt seltsam. Okay. Okay, soweit so gut. Viel gelungen ist mir jetzt noch nichts. Ist das schön. Ich krieg halt gerade wieder ein übelstes Nostalgie-Flashback. Es ist nicht gut, sowas. Ich werde sentimental. Okay.
Oh! Iha, ja. So Iha ist das jetzt aber nicht. Spielen wir natürlich auch nochmal. Nicht mal in die Highscore-Liste geschafft. Peinlich. Und das auf meinem Lieblingstisch. Kann ja wohl nicht sein. So, Mr. Orangenhaut, komm mal her zu mir. Na, Mitte! Mensch! Ey, das ist jetzt nicht wahr! Was hat der Tisch denn plötzlich gegen mich? Unfassbar. Mir gelingt ja so gar nichts hier. Ey, hallo? Muss ich erst wieder böse werden? So, schönen Dank, 1 Million. Geht doch. So. Doin, doin, doin. Ah, nicht so schnell. Ganz ruhig, liebe Kugel. Na, ah, fast hätte ich in die Slot-Maschine getroffen. Nein! Yeah! Ich werde das nochmal spielen, wenn mir das jetzt wieder nicht gelingt. Nein. Selbst mit den Pfeilen gelingt es mir hier nicht. Da dachte ich mir, jetzt spiele ich Steel Wheel, jetzt protze ich mal so mit allem, was ich kann. Und was passiert? Ich blamier mich nach Strich und Farben. Na, immerhin. Und nochmal. 1 Million. Und nochmal. Komm, ja. Ein bisschen nachgeholfen. Nochmal 1 Million. Geht doch. So. Okay. Ich habe zwar die Slot-Maschine getroffen, aber die war noch nicht aktiviert. Schade. Oh, ich liebe diese Sounds. Oh, jetzt ist die Slot-Maschine freigeschaltet. Man sieht es an diesem Spin-Pfeil oben. Aber wie ich mich kenne, gelingt es mir jetzt nicht mehr da reinzutreffen. Oh, Mann. Bitte, 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 bitte. Mach mich nicht schwach, liebes Spiel. Nein, nein. Ah, eine Spannung. Okay, das ist auch okay. Eine Ehrenrunde und noch einmal, weil es so schön war. Gibt 1 Million? Nein. Ich will die Slot-Maschine. Na komm, jetzt haben wir wenigstens den Verdoppler. Oh. Nicht so schnell! Nicht so schnell! Nichts! Jawohl! Geht doch! 3 Millionen! Ich freu mich! Ach, da kann mir auch dieser verlorene Ball die gute Stimmung nicht mehr verhageln. Ah, diese Sounds, ich liebe sie. Und viele Bonusmeilen. Ah, hat's dann doch noch. Gut geklappt zum Schluss. 8.283.000 und schieß mich tot Punkte. Ah, herrlich. So, wir gehen raus. Und schauen mal auf den dritten Tisch. Das war mein zweiter Lieblingstisch. Beatbox. Hier geht's um Musik und Charterfolge. Und je mehr Punkte wir machen, umso ein größerer Musicstar werden wir. Und der Tisch hat eine richtig geile Mucke. Und wir sind eine Pflaume. Alles Banane, du Pflaume. Dün, 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 dün. Und jetzt geht's los. Dün, 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 dün. Ah, ist das geil. Ist das schön, mal wieder zu hören nach so langer Zeit. Das jetzt nicht so. Mir fällt auf, je mehr ich den Tisch lobe, umso schneller verliere ich den Ball. Scheiß Tisch, doofer Tisch, mag ich nicht den Tisch. Und schon klappt's. Was ist nun los mit dieser Welt? Okay, es klappt auch so nicht. Ja, ich sehe schon, den können wir auch direkt nochmal spielen. Naja. Ja, okay.
Sehr schön. Und noch einmal. Jetzt hagelt's hier Punkte. Vorsicht. Doing. Den Soundeffekt fand ich immer so toll. Ja. Nein, Vorsicht. Nein, auch nicht. Mach mich nicht schwach. Nein, nicht dahin. Nein, da erst recht nicht. Okay. Das war schon der letzte Ball. Würde ich sagen. Den machen wir auch nochmal. Ich will wenigstens in die Highscore-Liste kommen. So. Oh, nicht Pause. Runter, du Pflaume. So, auf geht's. Nein, 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 nein. Oh, mein Nerve. Climb the USA Charts. Natürlich. Oh, nein. Oi. Hep. Jawoll. Okay. Und hoch mit dir. Da klingelt die Kasse. Langsam komme ich in Fahrt. Zack! Ne, dieser, halt! Dieses Hey immer. Toll! Okay. Nein, nicht dahin, nicht dahin. Nein, liebe Kugel. Pfui, aus, Sitzplatz. Hep, hoch, nein. Oh, nicht so schnell. Nicht so schnell. Ich werd nervös. Jawohl. Und hick mein Kaka. Nein, nein, nein. Oh, gut, hätte ich jetzt die Flipper nach oben, wäre auch. Da ist nicht viel zu machen. Naja. Aber das war jetzt ganz gut. Erster Ball. Einiges an Pünktchen geholt. So kann es gern weitergehen. Und hepp. Nein, nicht dahin. Auch nicht dahin. Weit weg vom Abgrund, bitte. Ja, so ist schön. Hep. Nein. Hallo. Nein. Klingklong. Da. Das bringt mir aber nichts irgendwie, ne? Weil im Moment kein Bonus aktiviert ist, brauche ich auch da nicht reinzutreffen. Nein, ach, ich bin so doof. So dämlich. Ah, nochmal vielleicht. Vielleicht klappt's. Ja, nee. Ja, nee, nicht so wirklich. Ich gehe jetzt schmollen. Nee, ich gehe nicht schmollen. Ich habe hier noch einen Ball. Hehe. So. Hey, hey. Nein! Oh, das habe ich immer gehasst und ich hasse es heute noch. Ah, kannst du nichts machen. Aber immerhin, Highscore. Na? DD? Für der Depp. Gerade so die Million geknackt. So. Und wir kommen leider schon zum letzten Tisch. Nightmare. Passt ja ganz gut jetzt zu Halloween. Der Oktober steht ja bei mir eh wieder im Zeichen von Horror Indie Games. Da passt ja auch dieser Tisch jetzt ganz gut dazu. Wo ich den immer verdammt schwer fand. Ich hab da nie lange durchgehalten. Aber so vom Styling her einer der besten und von den Soundeffekten auch. Los geht's! Und jetzt spielen wir einen Pfirsich in roten Shorts. Leute, was habt ihr für Drogen genommen? Ich will sie auch! Oh, das geht ja recht gut los. Und der hat ja nicht so schnell. In der Ruhe liegt die Kraft. Auch beim Flippern. Hep. Oh, das war gut. Gleich mal alle weißen Pfeile aktiviert da oben. Alles klar. Oh, die Musik ist so geil. Und hepp, nur, nein!
Hör auf, mich auszulachen. Die Sache ist ernst. So, du Pfirsichgesicht. Weiter geht's. Hepp. Ja, schön, 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 schön. Ja, oh Mann, ich hasse das, wenn das da unten so schnell geht. Werde ich nervös? Ah, das war knapp. Jetzt komm. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte den Verdoppler gerade aktivieren. Okay. Ja, ja, hallo. Was ist jetzt los? Oh, jetzt klappt's gut. 1 Million. Und nochmal 1 Million. Und nochmal 1 Million. Jawoll. Jackpot. Sack voll Gold. Ja, Vorsicht. Nein. Das ist so unfair. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Boah, wie viele Punkte schon. Wow, ist toll. Hepp. Ja. Schön alle Pfeile gestreift. Vorsicht. Hopp. Midnight gets closer. Die Geister, die ich rief, ich werde sie nicht mehr los. Okay. Moment, gelingt mir so relativ wenig. Ja, nein, nicht! So, ja genau. Aber wir haben die Highscore-Liste. So. Oh, das hat mir Spaß gemacht. Da freue ich mich ja schon auf die Fortsetzung Pinball Fantasies. Kommt demnächst auf jeden Fall auch noch. So. Wir schauen mal auf die Highscores. Ja, einmal Dritter, einmal Vierter, einmal Dritter und nochmal Vierter. Ganz nett. Ja, Leute, das war Pinball Dreams auf Super Nintendo. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, freue ich mich immer ganz besonders. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.